ICF-Freudlingen Podcast. Stille Nacht, heilige Nacht. Letzte Woche durfte ich erfahren, es gibt Menschen, für die ist ein Weihnachtsgottesdienst, erst ein Weihnachtsgottesdienst, wenn das Lied gesungen wird. Puh, Glück gehabt. Ihr könnt einen Haken dran machen, ihr wart in einem Weihnachtsgottesdienst. Sehr schön, oder? Stille Nacht, heilige Nacht. Ich finde es so krass, wie sehr unsere Sprache uns manchmal verrät. Wir singen von der stillen und heiligen Nacht, aber wir reden nur vom heiligen Abend. Weil Stille, boah, ja, also Stille, das kehrt bei den meisten erst ein, wenn die Kerzen ausgepustet sind, das Essen gegessen, die Gäste weg sind, die Kinder im Bett und Weihnachten rum ist. Dann kann Stille kommen. Stille Nacht. Vielleicht wäre das ja anders, wenn wir endlich die Vorfeiertage einführen würden. Das ist ja so meine politische Bitte, die ich noch habe. Ich würde Vorfeiertage einführen, so 2 Tage vor Weihnachten alles zumachen. Die Läden zumachen, Geschäfte alles dicht machen, 2 Tage lang vorfeiern. Dass das geht, haben wir doch in Corona gesehen, oder? Das kann man doch. Funktioniert ja. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das denn dann, wenn wir jetzt so 2 Tage schon hinter uns hätten, richtig gechillt und dann erst Weihnachten käme. Ja, ein paar Nicken fänden es gut. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. So eine aufgedrückte Stille. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Experiment mit euch heute. 5 Minuten absolute Stille. Jetzt. Nee, keine Angst. Das machen wir nicht. Aus 2 Gründen. Zum einen, hier im Wagner-Areal kann man nicht 5 Minuten Stille planen. Wenn du Stille planst, kommt irgendwo ein Motor, der dröhnt, irgendein Motorrad, das Gas gibt oder so. Also man kann das hier nicht planen. Aber der andere Grund, warum ich es nicht mache, ich weiß, würdest du es überhaupt aushalten? Würdest du es jetzt aushalten, 5 Minuten wirklich so absolut Stille? Wie schnell wäre bei dir das Essen auf dem Tableau, die Geschenke, was du noch zu tun hast, was du nicht erledigt hast, die Gäste, die kommen oder die Gäste, die hoffentlich nicht kommen? Was wäre sofort in deinem Kopf, wenn du jetzt zu einer Stille ausgesetzt wärst? Könntest du es aushalten? Wir hatten dieses Jahr eine Serie, vielleicht hast du es mitbekommen, die hieß Listen to. Und in dieser Serie, da ging es an einem Sonntag auch um das Thema Stille. Und Stille, haben wir festgestellt, ist nicht nur die Abwesenheit von Lärm. Nur weil es akustisch ruhig wird um dich rum, kommst du noch lange nicht in so eine Stille hinein. Ganz im Gegenteil. Für viele Menschen beginnt dann erst der Lärm, wenn es um dich rum ruhig wird. Der Lärm, der von innen kommt. Ich kenne einige Menschen, die haben wirklich Angst vor Weihnachten, Angst vor diesen Tagen. Warum? Weil es so laut wird. Laut, weil Erinnerungen, weil Situationen aus dem vergangenen Jahr in dir laut werden. Laut, weil da Konflikte, weil da Streits, weil da Dinge wieder hochkommen, die du eigentlich schon so ein bisschen verdrängt hast. Laut, weil du auf einmal wieder spürst, was in diesem Jahr so alles passiert ist. Laut, weil es vielleicht das erste Jahr ohne einen Partner ist, von dem du dich getrennt hast. Laut, weil es vielleicht ein Weihnachten ist und du hast jemanden verloren, der ist gestorben und du vermisst ihn. Laut, weil deine Familie nicht da ist, weil deine Eltern nicht da sind oder was immer geschehen ist. Laut aber auch, weil es Menschen und Situationen gibt, die du in diesen Tagen jetzt irgendwie nicht vermeiden kannst. Laut, weil Leute aufeinanderprallen, weil Themen aufeinanderprallen, wo es immer laut wird. Wenn der Opa wieder anfängt mit seiner Politik und der Onkel Erich schon den 5. Glühwein im Kopf hat, dann wird es laut, dann wird es lautstark in der Familie. Und dann prallt aufeinander, was man sonst das ganze Jahr über irgendwie vermeidet.
laut, weil die ungeklärten Situationen sich auf einmal wieder nach oben spülen. Laut, weil Gefühle erst da drinnen und durch dich irgendwann auch nach draußen laut werden. Stille Nacht, heilige Nacht. So manche sagt zu mir, hey, also wenn es dieses Jahr an Weihnachten still bleibt, dann wäre das schon heilig genug für mich. Was können wir tun, damit dieser Abend heute, damit diese Nacht für dich wirklich eine stille und heilige Nacht wird? Naja, zunächst mal, du kannst verdrängen. Wisst ihr, mit so einem guten Schluck Wein kann man so manches runterschlucken. Und man kann das weggießen. Ja, unsere Sprache, die liefert uns ja Möglichkeiten. Man schluckt es einfach runter und vergisst es dann. Man kann sich einen Abend im Jahr einfach auch mal zusammenreißen. Wir strengen uns einfach so richtig an im Kreis unserer Familie. Das muss doch einen Abend auch mal gelingen. Oder wir lassen einfach alle kritischen Themen weg. Okay, dann wird es echt still. In manchen Familien zumindest. Aber das sind so Strategien, die, glaube ich, sehr, sehr viele Leute machen an Weihnachten. Aber ich habe mir überlegt, was passiert, wenn du das machst? Was geschieht, wenn du das einfach alles wegdrückst? Und ich habe dir ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht, um dir das mal zu zeigen. Schau mal, das ist wie mit so einem Radio. Das Radio, das kannst du anmachen und drehst das langsam auf und lauter. Mary, did you know, es ist Weihnachten, so richtig schöne Mucke. Und dann wird es dir zu viel und du drehst es einfach leiser. Und du lest leiser. Hey, und dann ist still. Du drehst es einfach weg und es ist still. Und das klappt doch auch. Es ist wirklich ruhig. Blöd ist nur, wenn jemand aus Versehen an das Radio kommt und aus Versehen laut macht. Ja, reicht. Scheiße, oder wenn der falsche Sender drin ist, dann knallt so richtig. Aber ist dir das auch schon mal an Weihnachten passiert? Da hat einer so einen dummen Satz losgelassen. Da hat einer so blöd an der Lautstärke gedreht. Da hat einer was angetriggert und dann kam der falsche Sender. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so, weil wir diese Strategie des Leiserdrehens oft anwenden. Wir drehen die Themen, die uns im Leben so unruhig machen, einfach nur weg. Ich weiß nicht, welches deine Strategie ist an Weihnachten. Wählst du auch diese Strategie der Ablenkung, des Leiserdrehens? Hast du auch so eine Riesenerwartung dann an diese Tage, dass jetzt irgendwie besinnlich wird, dass es friedlich wird, dass es still wird, dass es gut wird und dann? Ich habe das Gefühl, das funktioniert doch nicht lange. Irgendwie, das Programm läuft doch weiter im Hintergrund. Du hast zwar leiser gedreht, aber dadurch sind die Themen ja nicht einfach weg, die in deinem Leben da sind. Für mich steht dieses Stille nur so als ein Platzhalter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist das mit der Stille nicht ganz so wichtig. Ich brauche auch heute keinen stillen Abend, also ich stehe da eh nicht so arg drauf. Für mich steht Stille eher für Frieden. Stille als so ein Symbolwort für Frieden. Eine friedvolle Nacht, eine heilige Nacht. Hey, und da bin ich voll dabei. Danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach Frieden. Ich sehne mich unglaublich nach Frieden in der Welt. Ich habe heute Morgen wieder den Fehler gemacht und Nachrichten gesehen. Ich sehne mich so sehr danach, dass in der Ukraine Frieden einzieht. Ich sehne mich danach, dass in unserem Land Frieden einzieht. Dort, wo immer mehr aufeinanderprallt. Dort, wo immer mehr Spaltung stattfindet. Ich sehne mich, dass in Kirchen Frieden einzieht. Ich sehne mich danach, dass in Ehen Frieden einzieht.
Ich sehne mich, dass in meinem Leben Frieden einzieht, wo so viel Unruhe herrscht, wo so viel Unfrieden ist. Friede ist nicht die Abwesenheit von Streit. Weiß nicht, ist dir das auch mal aufgefallen? Weißt du, du kannst diese Tage jetzt schon so richtig traditionell als Weihnachten durchfeiern und dich wirklich zusammenreißen. Und vielleicht ist das gar nicht so schwer. Vielleicht magst du ja deine Familie auch richtig gut und das ist nett und das ist toll und du feierst das. Und das ist wirklich auch so ein Höhepunkt im Jahr. Aber wie ist es am 27. oder dann am 1. Januar oder allerspätestens am 9., wenn die Tage dazwischen vorbei sind? Was ist dann anders? Was hat sich dann verändert in deinem Leben? Geht es dann einfach weiter, wie immer? Friede ist viel mehr als Abwesenheit von Streit. Ich möchte mit euch in dieses Original hineingucken, die echte Weihnachtsgeschichte. Also damals, vor über 2000 Jahren, da war die Welt ja noch in Ordnung. Gell? Da war es alles leichter. Das sieht man schon, Maria und Josef hatten schon bei der Geburt einen Krippenplatz. Hey, da wird sich heute so mancher danach sehen. Die Welt war in Ordnung, denken wir, weil es ja so weit weg ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Welt war chaotisch, sie war durcheinander, sie war von politischen Unruhen gestaltet. Es gab Mord und Totschlag, es gab Querdenker, die hießen damals Zeloten, die standen auf und die waren gegen die Regierung und die wollten Revolution herbeiführen. Es war so viel Unruhe, es war Angst vor Steuern, es war Angst vor Inflation, es war fast wie heute. Es war chaotisch in dieser stille Nacht. Und in dieser so überhaupt nicht stille Nacht erfüllt sich eine 700 Jahre alte Prophetie. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und wenn du am Anfang dieser Celebration gut zugehört hast, das war ein Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, dann konntest du hören, dass dort steht, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das sangen die Engel. Eine Riesenshow am Himmel und die Engel sangen den Hirten zu, hey, den Frieden auf Erden. Und ich habe mich gefragt, ey, was war deren Message? Also Frieden auf Erden, war das tatsächlich so? Boom und Frieden? Aber ich glaube, genau das war nicht ihre Message. Sie sagten nicht, hey, Friede ist Abwesenheit von Streit. Die Message, die diese Engel verkündet haben, war, Friede ist die Anwesenheit von Jesus. Die Anwesenheit des Wunderrats, die Anwesenheit des Gottheils, des Ewigvaters, des Friedefürst. Nicht die Abwesenheit von das, was wir uns doch so wünschen. Sondern sie sagen, Friede ist die Anwesenheit. Und ich fand das so spannend. Unsere deutsche Sprache ist so ein Schatz. Das Wort Friede ist schon brutal alt in unserer Sprache. Das stammt eigentlich aus dem Althochdeutschen. Friedu hieß das. Und Friedu heißt Freundschaft. Und die Engel sagen, Freundschaft kommt auf die Erde. Gott kommt auf die Erde, um Freundschaft zu schließen mit den Menschen. Und diese Message, die die Engel damals hatten, ist exakt die gleiche Message, die ich heute in diesem Jahr haben darf. Fürchte dich nicht, Jesus Christus lebt und möchte mit dir Freundschaft haben. Fürchte dich nicht.
Ich weiß nicht, wo du gerade stehst im Leben. Vielleicht schwebst du auf Wolke 7. Du hast beruflichen Erfolg, du hast ein Kind bekommen, du hast einen neuen Partner, alles läuft, alles ist toll. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Vielleicht ist gerade so richtig alles am Bobbes in deinem Leben. Und Gott sagt heute Abend zu dir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Jesus Christus lebt und er möchte Freundschaft mit dir haben. Und das ist so eine geniale Botschaft. Ich liebe das. Ich liebe es wirklich und ich könnte es so feiern, diese Botschaft. Und doch hat sie für mich einen komischen Geschmack. Diese Woche habe ich es wieder gelesen, was diese Engel da gesungen haben. Und dann habe ich gedacht, hey, wow, Engel, ihr könnt locker singen da oben. Frieden auf Erden. Aber mal ganz, ganz ehrlich, was bitteschön hat sich denn geändert? Jo, da lag das Baby in der Krippe. Und dann? Mal ganz ehrlich, was hat sich geändert? Die Armen waren immer noch arm. Die Römer waren immer noch am Drücker. Die Inflation war immer noch über 10%. Die politischen Unruhen waren immer noch unruhig. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist wirklich die Message dahinter? Was ist diese frohe Botschaft? Jetzt habe ich gedacht, naja, vielleicht ging es ja nur den Hirten so. Aber Maria und Josef, die haben auch nicht gejubelt ohne Ende. Weißt du, eigentlich müsstest du doch denken, nach der Show, die da abgelaufen ist, da müssten die zwei Party gemacht haben, ohne Ende in der Krippe. So, ey, Schakala, Jackpot, wir haben den Retter der Welt geboren, juhu! Ja, und wisst ihr, was die Wirklichkeit war? Da kamen ein paar ganz komische Typen zu Besuch, die ließen ein paar Geschenke da und zwei Tage später erfuhren sie, dass sie fliehen müssen. Sie mussten als Flüchtlinge nach Ägypten ziehen, weil sein völlig durchgeknallter König alle Babys umbringen ließ. Sie wurden mitten aus ihrem Leben herausgerissen nach der Begegnung mit diesem Jesus. Und es wurde alles erstmal schlimmer. Friede auf Erden? Also Gott, ganz ehrlich, diese Weihnachtsgeschichte hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Wisst ihr, es gibt ja immer wieder Leute, die kritisieren uns ein bisschen im ICF. Die sagen, hey, ihr legt viel zu viel Wert auf Technik. So dieses ganze Schnickschnackzeug, was da rumhängt, das braucht es doch eigentlich gar nicht. So eine Holzkanzel und eine Orgel tut es doch auch. Wisst ihr was, ich finde das, was wir hier machen, das ist alles Kinderfasching. Gott macht wirklich Show. Also als Jesus kam, der hat eine Show abgezogen, unfassbar. Der hat Sterne an den Himmel gemalt, Chöre voll Engel aufgefahren. Der hat ein mega Programming abgezogen, um diesen Abend zu gestalten. Gott als der Producer dieses Abends. Und dann habe ich gedacht, hey, also wenn der Retter der Welt kommt und er gibt sich so viel Mühe, da hätte auch ein bisschen mehr kommen können, oder? Also der Retter der Welt, das hätte ich mir so eher so Marvel-filmmäßig vorgestellt. So wusch, boom, Retter im Anzug, so alle Muskeln und Sixpack und so. Und der Ritter kommt und der rettet die Welt. Und wie kommt er wirklich? Der Friedefürst? Als Baby und kackt in die Windeln. Das sagt man nicht in der Kirche. Die Engel sagen, ihr werdet ihn sehen, weil er in Windeln gewickelt ist. Ja, was meint ihr, warum? Der Friedefürst. Gott wird Mensch. Und er braucht eine Windel, er braucht ein Fläschchen, er braucht einen Arm, der ihn warm hält. Diese Stelle in der Weihnachtsgeschichte bringt mich jedes Jahr ins Stolpern. Jedes Jahr wieder. Ich frage mich immer wieder, Gott, warum? Warum? Der Schöpfer des Universums, warum machst du dich so abhängig von Menschen? Und wisst ihr, das halten wir in unserer Frömmigkeit ja fast nicht aus, das auszusprechen. Aber wisst ihr, was passiert wäre, wenn Maria ihn nicht gestillt hätte?
wenn sie ihn nicht in Tücher gewickelt hätten, wenn sie nicht geflohen wären? Nach einer Woche hätte es keinen Retter mehr gegeben. Dieses Baby wäre einfach gestorben. Und in mir rumort es, der Theologe in mir. Aber ich denke, es kann doch nicht sein. Mann, es ist Gott. Der ist doch nicht abhängig von uns Menschen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, es ist wirklich so. Gott ist zwar nicht abhängig von uns Menschen, er hätte ihn auch mit Engel füttern können und wickeln und alles. Aber wir sind abhängig vom Invest. Wisst ihr was, an diesem ersten Abend, in der ersten Begegnung mit Jesus, hat sich für Maria und Josef nicht viel verändert. Sie mussten rein investieren. Sie mussten ihre Liebe, ihre Zeit, ihre Anstrengung, ihre ganzen Gefühle in dieses Baby rein investieren. Und erst im Laufe von Jahrzehnten erlebten sie die Veränderung. Ich glaube, Weihnachten im Jahr 2022 ist immer noch exakt dasselbe. Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, dann passiert an Weihnachten Folgendes. Das Wort heilig beschreibt eigentlich einen Ort, den Thron Gottes. Und jetzt stell dir mal bitte vor, da dieses Schlagzeug so, das wäre der Thron Gottes. Ja, okay, ich weiß nicht, ob Gott Schlagzeug spielt, das kannst du selber überlegen. Ich bin drin im Thron, ich bin draußen. Ich bin drin, ich bin draußen. Nicht schwer, oder? Drin, heilig. Draußen, profan. Heilig, profan. Kann man sich gut vorstellen, oder? Alles, was da drin ist, ist heilig. Alles, was da draußen ist, ist profan. Und genau das passiert an Weihnachten. Der heilige Gott berührt das Profane. Gott wird Mensch. Der Himmel berührt die Erde. Das Heilige kommt zu uns. Und das ist damals passiert und das passiert heute. Jetzt, in diesem Moment. Der Himmel kommt zu uns. Das Heilige berührt das Profane. Der Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, berührt dein profanes Leben. Er verlässt das Heilige, um dir zu begegnen. Und das in Freundschaft. Er sucht die Freundschaft mit dir. Und jetzt kann es sein, dass aus dieser Begegnung mit Jesus sich alles ändert. Das kann sein, dass es irgendwie so bäm macht und in deinem Leben ist auf einen Schlag alles anders, weil du Jesus begegnest. Und wenn das so ist, dann feier das und dann mach heute Abend 3 Flaschen Wein auf und dann genieß es und dann, das ist mega cool. Aber vielleicht ist es nicht so. Vielleicht ist diese erste Begegnung mit dem Heiligen nicht so, dass es alles ändert in deinem Leben. Vielleicht ändert es erstmal gar nichts. Vielleicht fühlst du dich immer noch einsam. Vielleicht bist du immer noch krank. Vielleicht fehlt dir der Mensch immer noch, der dich einfach fehlt. Und doch ist etwas anderes. Denn das Heilige kommt in dein Leben hinein. Das ist wie ein Same, der in dein Leben hineingelegt wird. Und jetzt fängt es an. Jetzt beginnt etwas. Langsam wächst es. Und das kann sein, das dauert dein Leben lang, dieser Friede Gottes in deinem Leben, dass er sich ausbreitet. Ich wünsche dir so sehr, dass du diese Begegnung mit Jesus hast. Heute Abend steht er an deiner Tür und er klopft an. Und er sagt, hey, ich möchte in dein Leben reinkommen. Ich komme mit all meiner Heiligkeit in dein profanes Leben. Und ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, aber ich möchte dich einladen. Öffne ihm die Tür. Jesus ist nur ein einziges Gebet entfernt heute. Du kannst das hier tun, du kannst das zu Hause tun, du kannst das wo immer tun. Ein Gebet und sagen, Jesus, ich mach dir auf. Ich möchte, dass du heute Abend in mein Leben hineinkommst. Ich wünsche mir, dass du in deiner Heiligkeit
in meinem Leben Platz nimmst. Und ob sich dann was ändert oder nicht, das weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, du bist nicht mehr alleine. Gott schließt Freundschaft mit dir. Friede ist nicht die Abwesenheit von Streit, es ist die Anwesenheit vom Friedefürst. Wenn Jesus in dein Leben kommt, möchte er Schritte mit dir gehen. Und wir wollen dir eine ganz praktische Hilfe mit auf den Weg geben. Du hast auf deinem Stuhl zwei Dinge gefunden. Einmal so eine Postkarte und einmal einen Aufkleber. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, ja, was soll ich denn damit eigentlich? Zwei unterschiedliche Sachen. Die Postkarte lädt dich ein, dass du aufschreibst, wo brauche ich in meinem Leben einen Friedefürst? Wo brauche ich in meinem Leben Begegnung mit Gott? Wo ist etwas in meinem Leben, wo ich merke, dass kein Friede da ist? Schreib es dir einfach auf diese Karte auf und wenn du ganz mutig bist, kannst du sie jemand geben und sagen, hey, bete doch dafür, dass in diesem Bereich der Friedefürst Einzug hält. Du kannst die Karte auch nehmen und als Postkarte verwenden. Schick sie doch heute Abend jemand, wo du Frieden säen möchtest. Vielleicht hast du Stress mit deiner Schwiegermutter, vielleicht mit deinem Onkel, mit Tante, Freund oder was auch immer. Und du benutzt diese Karte heute Abend, um Frieden zu säen. Und dann ist da noch der Aufkleber. Und ich liebe diesen Aufkleber. Ich möchte dich einladen, du hast einen an deinem Platz, du kannst nachher noch ganz viele mitnehmen am Ausgang. Wie wäre es, wenn du diesen Aufkleber nimmst und ihn dorthin klebst, in deinem Alltag, wo du sagst, genau dort brauche ich den Friedefürst. Vielleicht ist es dein Auto. Vielleicht denkst du, hey, es wird dringend Zeit, dass in meinem Auto Frieden einzieht. Vielleicht ist es deine Schlafzimmertür. Vielleicht ist es deine Büro, deine Werkbank. Vielleicht ist es dein Fernseher, dein PC. Vielleicht ist es die Tür deines Nachbarn. Ja, überleg zweimal, ob du es dahin klebst, aber kleb es dorthin, wo du den Friedefürst brauchst. Wo du sagst, hey, ich wünsche mir, dass der Friedefürst dort Einzug hält in meinem Leben. Ich möchte dich jetzt einladen. Lass uns mal aufstehen. Lass uns alle aufstehen und wir singen jetzt dieses Lied miteinander. Und ich möchte dieses Lied heute Abend nicht einfach singen, weil es Tradition ist. Nicht einfach singen, damit es ein Weihnachtsgottesdienst ist, sondern ich möchte dich bitten, dass du dieses Lied ganz bewusst singst, als eine Einladung an den Friedefürst. Wenn du jetzt mitsingst, dann lässt du ihn ein in dein Leben und du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich wünsche mir, dass diese Nacht eine friedvolle Nacht wird, eine heilige Nacht wird. Und ich möchte dir begegnen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.